Boah, ist das geiles Wasser. Guck dir das an. Mega klar. Boah, das ist türkis. Von der Straße dann runtergefahren kommt, bis zu dieser Gabelung hier, dann geht es hier links zum Olea Camping und rechts geht zum Camp Skofrudara. Da waren wir gerade auch gucken, ist auch sehr hübsch, ne? Ja. Schön klein, ruhig. Gemütlich. Ja. Ruhig, ruhig, total dann ruhig. Dann geht den Weg hier noch weiter runter. Dann kommt ihr unten angefahren, dann habt ihr hier einen großen Platz, da könnt ihr runterfahren, da könnt ihr euch dann anmelden, also auf dem Platz hier unten parken, da steht auch Check-in und dann geht ihr gleich rein in die Rezeption und alles wird dann da drüben gemacht. Genau. Vorne habt ihr dann gleich auf dem Check-in-Parkplatz noch eine Entsorgung. Und Frischwasser könnt ihr hier tanken. Und die Toilette kann man da auch leeren? Nee, ne? Das war nicht. Nee, ne? Toilette kann man da nicht leeren. Aber da sind zum Beispiel auch direkt ein paar Müllcontainer. Ja, und hier sind im Prinzip auch nochmal Steckdosen. Also ich denke mal, das wird auch so ein Behelfsplatz sein, wenn der Platz voll sein sollte. Vielleicht und man so ein Warteplatz, genau, ne? Denke ich mal. Ja, und da steht sogar dran, Camper Wash. Ja, ob ich das glaube, jetzt aber heißt, dass du dein Auto waschen kannst, will ich nicht sagen. Meinst du nicht? Nein, ich glaube nicht. So gar nicht? Nee. Wenn ihr euch angemeldet habt, ist hier die Schranke, da fahrt ihr rein. Hier ist nochmal eine Schranke, da fangen schon die ersten Plätze an. Ne? Ja, genau, hier sind die kleinen Nummern. Hier rein, weil wir machen für euch erstmal den beschwerlicheren Weg. Ja, in der Rezeption werdet ihr super freundlich empfangen. Ihr bekommt einen Stellplatz. Plan. Mhm. Da kreuzt die Dame an, welche Stellplätze frei sind für euch. Mhm. Und dann könnt ihr mit der Karte losziehen und könnt euch die freien Plätze angucken und geht dann in die Rezeption und sagt, den habe ich mir ausgesucht. Hier ist der Stellplatz, da können wir gleich gucken. Hier ist die Rezeption. Hier habt ihr noch gleich einen Geldautomat. Da kann man drin Olivenöl aus der Region kaufen. In dem Geldautomat? Nee, nicht in dem Geldautomat, in der Rezeption. Okay. So, und hier habt ihr eine Platzbelegung. Ja, wir sind also jetzt, wo sind wir denn jetzt? Warte mal, lass mich nicht lügen. Hier. Wir sind jetzt. Da genau, ist die Einfahrt. Hier ist die Einfahrt. So, hier laufen wir jetzt runter mit euch. Und wir stehen hier unten auf der 40. Ja. Ihr werdet gleich sehen, der Stellplatz ist terrassenförmig angelegt, was hier echt eine schöne Sache ist, denn im Grunde genommen hat jeder mehr Blick. Ja, das stimmt, fast jeder. Hier unten habt ihr gleich einen Spielplatz für die Kids. Ja, hier auf dem Platz sind wenig Kids unterwegs, deswegen ist er jetzt ganz leer und verlassen. Ja. Gut, wir haben natürlich auch jetzt fast Oktober, ne? Ja. Da unten seht ihr schon den Hundestrand. Der ist schön, den zeigen wir euch noch mal richtig. Ja. Feuerlöscher hängen hier natürlich, wie es sich gehört. Und die Müllentsorgung ist auch wie oft genug hier vertreten. Ne? Genau, und dann sind hier überall auf dem Platz. Ich muss sagen, der Platz ist wahnsinnig hundefreundlich. Da sind Besten dran, ne? Oh. Mhm. Diese roten Mülltonnen sind für eure Kackerbeutel. Der Preis hier auf dem Stellplatz ist gestaffelt, je nach Saison. Wir sind ja jetzt schon nach Saison. Kurz vor Ende. Kurz vor Ende, genau. Da kostet ein Hund am Tag 2,90 Euro. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Die Plätze, ne, sind wirklich sehr naturbelassen. Finde ich zumindest, mit viel Bäumen, damit ihr viel Schatten habt hier. Das sind überall Olivenbäume, ne? Ja. Guck mal, ein paar Oliven hängen noch dran, ein paar hängen aber auch schon auf der Erde. Hängen auf der Erde? Ne, liegen auf der Erde. Okay. Ja, hier ist wirklich schön. Sollen wir zuerst den Hundestrand machen? Nein, das machen wir im nächsten Video. Ich meine, im nächsten Turn. Ja. Jetzt erstmal den schweren Weg. Aber jetzt sind wir gerade da. Ah. Also es ist sehr, sehr, sehr steil hier. Ich hoffe, die Kamera bringt das rüber. Ist wirklich sehr steil. Unglaublich. Ja. Hier muss man die Laufschuhe anhaben. So, gehen wir erstmal hier. Ja. Was ich schön finde, ist hier überall diese Mauern, die hier gezogen sind. Ne? Mhm. Das finde ich total schön. Hier seht ihr mal, die Stellplätze haben alle Nummern. Und die Schilder sind auch gut angebracht, dass man seine da Nummer... Da hinten sehe ich noch Tischtennisplatten, damit das das Restaurant sein. Also wir gehen mit euch jetzt wirklich die erste Runde. Ja. Wir waren jetzt wirklich noch nicht hier.
haben uns nicht wegbewegt vom Platz. Nee. Bis auf die Gassi-Runden. Ja, genau. Das ist das Restaurant hier. Geöffnet von 14 bis 22 Uhr. Man darf hier nicht in Schwimmsachen sitzen, sondern man muss sich anständig anziehen. Jetzt nicht schick, aber man sollte keine Badekleidung anhaben. Ja. Das ist das Einzige momentan, was noch offen ist. Genau. Bei den Duschhäusern seht ihr gleich auch, dass da auch schon einiges abgesperrt ist, weil die natürlich jetzt sich auf die Pause vorbereiten, ne? Ja. So, jetzt zieht sich also alles den Berg hier hoch. Jetzt kommt der Sturm zu uns. Ja, oder auf den Berg runter. Jetzt gehen wir hier mal Richtung Waschhaus. Also da oben, wie gesagt, auch noch alles Stellplätze. Schaut mal, hier sind mal ein paar leere Stellplätze. Dann könnt ihr mal gucken, ne? Die sind sehr, sehr groß geschnitten teilweise. Schau mal hier. Da hat der Platz. Das ist schon. Da habt ihr Platz. Ja, ohne Ende. Ihr könnt wählen, ob mit oder ohne Schatten, wie ihr das gerne hättet. Und da kommen wir zu was? Ich muss erst mal atmen, warte mal. Da ist schon unser gelber Bagger. Genau, das wollte ich gerade sagen. Dieser gelbe Bagger. Das Video ist bestimmt schon gelaufen, der hat uns also wirklich geholfen, weil wir uns festgefahren haben hier. So, jetzt gehen wir mal hier ins Waschhaus. So, hier habt ihr den Toilettenbereich. Das ist ein wunderschönes Duschhaus. Super sauber. Das sieht niegelnagelneu aus. Hier mit Waschbecken, Steckdose, Spiegel, alles da. Also unglaublich schön gefliest. Ganz viele Toiletten natürlich. Wow. Hier habt ihr noch einen Wickeltisch vorne. Hier auch nochmal Waschbecken. Hier im Bereich, wo ihr euch fertig machen könnt mit Föhn und allem. Dann haben wir hier die Duschen. Auch super schick. Hier mit einer Bank, wo man seine Sachen draufstellen kann. Haken. Wie eine Art Regendusche. Wow, das ist schön. Das sieht sehr sauber und gepflegt aus. Ich habe mir sagen lassen, die rennen hier 25.000 Mal am Tag durch, um zu putzen. Kann ich euch jetzt sagen, ja, genau so sieht es aus. Super sauber, super ordentlich. Toll. Und da vorne wird tatsächlich gerade geputzt. Hier habt ihr noch einen Raum mit einem Waschbecken drin und Spiegel, wenn man sich doch ein bisschen alleine fertig machen möchte. Hier noch so Räume, das sind so private Badezimmer, die man wohl zusätzlich mieten kann für seinen Aufenthalt. Hier kann gespült werden an der Seite, auch mehr als genug. Auf der anderen Seite auch noch mal. Oh, guck mal, da hinten geht es noch weiter. Ich laufe jetzt einfach mal mit euch. Hier kann auch überall Geschirr gewaschen werden. Unglaublich. So, und jetzt zeige ich euch noch was, was ich so noch überhaupt nicht erlebt habe. Man kann hier auch Wäsche waschen und das tatsächlich kostenlos. Sowohl die Waschmaschine als auch der Trockner sind hier kostenlos. So, ihr seht hier jede Menge Waschmaschinen, Trockner, alles was man braucht. Zwei sind gerade abgesperrt, der Rest läuft in einer Tour. Hier sind noch mal zwei Waschbecken und wie gesagt, das ist echt gratis. So, jetzt bin ich mal auf der hinteren Seite rausgegangen. Hier sind auch noch Kabinen und zwar sind das Außenduschen. Wer vielleicht lieber draußen duschen möchte, hat hier in mehreren Kabinen auch noch mal die Möglichkeit. Wow, also unglaublich. Der Holger denkt bestimmt, ich bin verschütt gegangen. Aber dieses Waschhaus ist so groß. Hier habe ich nämlich noch was gefunden. Eine Hundedusche. Schaut mal, die ist geil. Warmwasser, Kaltwasser, Dusche abnehmbar, ebenerdig. Also wer zum Beispiel einen großen Berner Sennenhund hat oder sowas, der braucht den nicht hochheben in eine Badewanne, sondern kann den einfach so problemlos da drauf laufen lassen. Und schaut mal, sogar die ist super sauber. Also das Duschhaus ist schon geil. Das ist schon mega.
So, dann gehe ich hier wieder runter und eigentlich müsste auf der rechten Seite mein Mann sitzen und auf mich warten. Ich bin mal gespannt. Ja, habe schon gedacht, ich finde ihn nicht mehr. So, ich habe schon gedacht, ich finde dich nicht mehr. Das ist so groß und da sind so unendlich viele Türen nach draußen raus zum hier Geschirrspülen und eine Hundedusche und die Waschmaschine. Unglaublich, die Waschmaschinen, es ist so groß. Hier, sehr modern, finde ich. Neu, niegelnagelneu, finde ich. Die, das sind richtig geile Fliesen, die da drin sind. Ne? Der Wasserdruck ist geil. Ja, ich bin gespannt, ey. So, hier haben wir noch eine Chemietoilettenentsorgung genau vor dem Toilettenhaus. Da könnt ihr euer Chemie-WC sauber machen. Aber wenn ich richtig informiert bin, das ist mir gestern gesagt worden, stehen hier überall auf dem Platz. Das werden wir jetzt mal sehen. Ja, noch so Säulen, damit man nicht immer den Berg hochlaufen muss. Da bin ich auch mal gespannt. Herr Kameramann, können wir tauschen? Ja. Ach so, eine Sache zu dem gelben Bagger. Du warst gerade eben so schnell und ich hatte keine Luft, als ich den Berg hochgelaufen bin. Okay. Der gelbe Bagger bringt die Wohnwagen an ihren Platz. Ja. Ihr müsst euren Wohnwagen hier nicht selber rauf und runter karren. Bettina, das ist eine alte Olive, die brauchst du nicht essen. Weil ihr, also hier haben sich ganz viele Wohnmobile und Wohnwagen kaputt gefahren. Weil, also wir haben uns ja auch gestern festgefahren. Das ist mit der Steigung und dem Gefälle, das unterschätzt man völlig. Ne? Und solange, wie es asphaltiert ist, ist ja gut. Aber der letzte Weg unten ist ja mit diesem Kies, das ist das Problem. Komm, wir gehen mal hier weiter. Nicht. Genau. Und dann hier könnt ihr vielleicht mal sehen, wie tief es hier runter geht. Ja, und dann ist es halt so, dass der euren Wohnwagen dann einfach hier rauf fährt. Ne? Hier seht ihr gut dieses Terrassenförmige. Ne? Der ist wieder ein bisschen tiefer gelegen. Die 83 ist meine Nummer. Ne? Mhm. Jeder weiß ja jetzt, Hallo. Dass ich 40 bin. Hallo. So. Die 85 ist wieder ein bisschen tiefer. Ja, und seht ihr das, wie es hier runter geht? Ja. Also, unsere Haltung ist auch gut, ne? Pass mal auf. So, ne? Den Rücken nach hinten. Du musst, ja. Ja. Und ich schwöre dir, wenn wir diesen Platz verlassen, habe ich kein Profil mehr unter der Schuhe. Aber jetzt bleibt mal hier stehen. Und das sieht man, glaube ich, auf der Kamera nicht, ne? Da ist türkisfarbenes Wasser. Ja. Das ist cool. Unglaublich. Ich habe ein bisschen Angst hier runter. Genau, gib mir mal die Hunde und nimm du mal die Kamera, weil ich habe nämlich das Gefühl, ich werde gleich stürzen. Jetzt gehen wir die Treppen hier runter. Weiter. Betty, weiter. Weiter, weiter. Weiter. Noch ein bisschen. Komm. Super. So, das hier ist jetzt der äußere Weg. Boah, ist das geiles Wasser. Guck dir das an. Mega klar. Boah, das ist türkis. Unglaublich. Den Strand, den ihr hier seht, das ist der Nicht-Hundestrand. Das ist der Menschenstrand. Der Menschenstrand? Genau. Ich nenne ihn jetzt einfach so. Und da stehen euch überall kostenlose Liegen zur Verfügung. Ja? Da dürft ihr aber nicht mit den Hunden gehen, aber ihr dürft hier auf diesem Weg natürlich mit Hunden spazieren gehen. Da hinten den Weg, da wo die Leute laufen, da geht es nochmal zu einem tollen Restaurant, haben wir gehört. Soll ein bisschen hochpreisiger sein, aber ihr sitzt direkt vorne am Wasser mit den Tischen. Ist auch eine coole Geschichte. Ja. Ach, da mega, ist noch so eine, ne? Kleine Reingeschwimminsel. Ja, schau mal da, dieses Plateau mit den Liegen und den Tiki-Schirmen. Das ist auch, boah, das ist schon echt schön, ne? Ist echt schön. Uns ist ja immer alles schön. Wir sagen immer, es ist alles schön. Aber, ja, aber das sage ich auch gerne. Und schön ist, genau. Ich habe nicht gesagt, die Anfahrt ist nicht schön. Nein. Ja, die rauf und runter und stecken bleiben ist nicht schön. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du hier irgendwo Müll rumliegen sehen? Oder irgendwo, dass man sagt, oh, das ist aber jetzt nicht so schön, so sauber oder so. Nein, der ist total gepflegt, der Platz. Und da kümmert sich verdammt viel Personal drum. Hier, das Schild ist auch gut. Alle unbeaufsichtigten Handtücher und andere Gegenstände werden umgehend entfernt. Nix Reservation. Ja, nix mit, ich lege hier morgens mein Handtuch hin und das ist meine Liege. So nicht. Also guckt euch an, wo ihr hier liegen könnt. Und dann geht ihr nur da runter und könnt ins Wasser. Krass. Bah.
Das habe ich zum Beispiel in den Bewertungen gelesen. Ne? Hm. Ich habe mir von dem Platz hier vorher mal die Bewertung angeguckt. Und da ist darüber gemeckert worden, dass da so ein blaues Plastik-Schwimmplateau im Wasser ist, was sich nach den Jahren auflöst. Und am Strand würde man überall Plastik finden. Also wenn ich jetzt da runter gucke, sehe ich kein blaues Plastik. Ich sehe da vorne noch eine Plastikflasche schwimmen. Eine Plastikflasche, ja. Hier unten sind wir jetzt in der ersten Reihe. Genau, das ist unten der äußere Weg. Und hier seht ihr die Steinchen, die uns gestern zum Verhängnis geworden sind, wo wir uns voll reingefahren haben. Aber das werdet ihr in einem anderen Video wahrscheinlich gesehen haben. Hier vorne ist natürlich Strom, der ist auch inklusive. Jetzt meint ihr, oh, hier vorne können nur Kastenwagen stehen und die ganzen Bulli-Fraktionen und sowas. Nee. Da hinten um die Ecke steht ein riesen Morelo, ne? Ja. Der ist hier unten auch irgendwie hergekommen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er ist hier lang gefahren. Hallo. So, dann gehen wir mal weiter. Also dieser Weg führt einmal vorne rum. Vom da kann man eigentlich singen, ne? Dieser Weg wird kein leichter sein. Nein, der führt hinten vom Menschenstrand bis hier vorne zum Hundestrand. Ne? Einmal drumherum. Ja, hier haben wir unser Parzellchen gefunden. Auch vorne in der ersten Reihe mit Blick aufs Wasser. Ihr seht jetzt mal, da steht der Herr Geröllheimer drin. Wir haben wahnsinnig Platz für den Hundezaun. Hier stehen überall so kleine Lämpchen. Diese Lämpchen sind abends an und richtig schön beleuchtet. Also das ist echt, das ist gut, das ist toll. When we come together, just like iron, sharpens iron, making it stronger, calling us higher. When we're helping each other, we're growing together. Ja, also hier unten, wie gesagt, von diesem Schotterweg, seht ihr, wie steil es hier hochgeht. Ja. Aber das ist, glaube ich, machbar, ne? Ja, ich denke schon. Also, und wie gesagt, zur Not ist der Bagger ja. Der Bagger, der ist immer da und der ist sehr hilfsbereit. Wir haben die Männer dann gefragt, was kriegt ihr denn dafür an Geld? Die haben so gemacht, das ist Service. Nee, haben wir gesagt, ne? Das ist kein Service, das ist sehr nett, vielen Dank. Und hier habt ihr dann den Hundestand. Also mir persönlich gefällt der Hundestand besser wie der andere Stand. Ja. Ja, hier ist noch ein Stand-Up-Paddle-Verleih. Ist das Verleih? Ich denke schon. Oder meinst du, die Leute können einfach ihre Stand-Up-Paddles da reinlegen? Kann auch sein. Das kann auch sein. Und hier ist was Interessantes, das finde ich sehr schade, dass wir das jetzt nicht mehr in Aktion erleben. Und zwar habt ihr hier, das sind so, ja, wie so Art Betten, ne? So Himmelbetten. Man sieht da oben die Halterung. Ja, ich habe in Kroatien gesehen, ne? Ja. Da kommen dann so weiße Tücher dran, ne? Sieht dann richtig schick aus. Und dann kann man da oben liegen. Das ist auch schön, ne? Ja, der Vorteil vom Hundestrand ist definitiv die Bar. Die hat der Menschenstrand nämlich nicht. Ist auch krass, dass der Hundestrand mehr bietet als der Menschenstrand. Hier gibt's Eis, hier gibt's Getränke und in der Hauptsaison habt ihr ja auch noch mal Essen. Snacks, ne? I think Snacks. In der vollen Saison habt ihr hier nochmal Burger, alles was ihr hier bekommt. Preise sind human, finde ich. Alles gut. Thank you. Hinter dem Restaurant habt ihr noch einen kleinen Supermarkt. Hier geht es dann runter und da habt ihr so ein paar Notwendigkeiten, die ihr noch braucht. Ist natürlich jetzt alles schon wieder runterbestückt, weil die Saison hier jetzt fast zu Ende ist, ne? Aber so einige Sachen, so wie Brötchen und so, bekommt ihr da immer noch täglich frisch direkt hinter dem Restaurant rein.